Der erschütternde Fall Madeleine McCann. Maddie ist 3 Jahre alt, als sie am 3. Mai 2007 verschwindet. Spurlos. Während eines Urlaubs in Portugal mit ihren Eltern. Das ist jetzt 13 Jahre her. Jetzt ermittelt das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen diesen Mann. Wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Es gibt Indizien, Tipps und einen Verdacht. Aber keinen dringenden Tatverdacht gegen einen Mann, der bereits vor dem Verschwinden der kleinen Maddie Kinder missbraucht hat. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde. Christian B., 43 Jahre alt. Er sitzt im Gefängnis wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin 2005. In demselben Urlaubsort, wo Maddie 2 Jahre nach der Tat verschwindet. Als Maddie 2007 verschwindet, flehen die Eltern 4 Tage später mögliche Entführer an, ihre Tochter freizulassen. Maddies Foto geht um die Welt. Promis setzen 4 Millionen Euro als Belohnung aus. Doch dann eine erschreckende Wende. Die Polizei konzentriert sich bei den Ermittlungen auf die Eltern und einen Bekannten der beiden. Im Juli 2008 stellt die Polizei die Ermittlungen ohne Ergebnisse ein. Im Auftrag der verzweifelten Eltern macht sich Scotland Yard im Januar 2009 auf die Suche nach Maddie. Im Mai flehen die Eltern mögliche Entführer an, ihre Tochter freizulassen. Vor einem Millionenpublikum in einer Talkshow. 2012 dann die Meldung, die Hoffnung macht. Maddie könnte möglicherweise noch leben. 5 Jahre lang gibt die Polizei die Hoffnung nicht auf, den Fall zu lösen. Jetzt, nach 13 Jahren schmerzhafter Suche nach ihrer geliebten Tochter, haben Kate und Mary McCann Hoffnung. Hoffnung, dass durch die Ermittlungen gegen den verurteilten Sexualstraftäter Christian B. endlich aufgeklärt wird, was damals mit der kleinen Maddie passiert ist.